Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute mit folgendem Thema. Wir reden heute über Zöliakie, wir reden heute über die Glutenunverträglichkeit und deren Auswirkungen. Und das bespreche ich heute mit der Chefärztin der Swiss Mountain Clinic, der Dr. Petra Wiechel. Also bleiben Sie dran. Herzlich willkommen, liebe Petra. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Und jetzt stürzen wir uns in dieses Thema rein. Ich höre immer wieder, Glutenunverträglichkeit haben wir eigentlich alle. Mhm. Ist das korrekt? Das würde ich nicht hundertprozentig so sagen wollen. Es gibt Menschen, die haben damit fühlbar kein Problem. Aber das sind auch Menschen, die wahrscheinlich den Bedarf an Getreide, das Gluten enthält, sehr reduzieren und auch sehr bewusst vielleicht Dinge konsumieren, die sie nicht wie das Alltagsgetreide in einem Maße, was von morgens bis abends Gluten enthält. Also wenn man über Gluten spricht, dann spricht man natürlich von Roggen, von Gerste. Also da ist überall das drin. Ja. Roggen ist es drin, Gerste, dann heißt es immer, oh, ich weiß das, ich nehme Dinkel, aber Dinkel hat es ja, auch Dinkel drin, hat oder? Es natürlich auch. Dinkel, der Weizen hat das meiste Gluten. Und zum Beispiel Hafer hat Spuren von Gluten auch noch dabei. Tritikale, das Einkorn, Emmer, also alle Getreidesorten haben hochgradig Gluten. Das hast du Einkorn und Emmer genannt. Aber das sind die Vorstufen vom. Das ist doch noch ein Urkorn. Reagiert man hier weniger? Ist das das Bessere als das moderne Dinkel? Und ich glaube, es geht nicht um besser und alt, es geht um Ursprünglichkeit. Und ich bin ja so eine Brucker-Schülerin, das heißt, ich bin mit Getreide groß geworden, mit Frischkornbrei. Das heißt, im Getreide ist schon die Dominanz der Kraft. Also gerade in diesem Mehlkörper, der ja entwendet wird, wenn es ein Auszugmehl hergestellt wird, da sitzt so wirklich die Vitalstoffbombe. Und trotzdem ist es so, dass das Getreide ja erst 10.000 Jahre im Leben der Menschen ist. Mhm. Das heißt, Millionen Jahre ging es ohne. Mhm. Und damit ist natürlich auch heutzutage die Aufspaltung des Getreides, so ein Körper braucht immer 25.000 Jahre in seiner Anpassungsphase. Und da sind wir jetzt noch nicht. Das heißt, es gibt wirklich eine enzymatische Schwäche, die der Mensch hat. Aber die ist unterschiedlich ausgeprägt und hier macht die Dosis das Gift. Aber was viel dramatischer ist, dass wir das Getreide und gerade auch hier das Gluten verändert haben. Wir haben das Getreide verändert. Die Mexikaner haben da unheimlich geforscht im 19. oder 18, im 20. Jahrhundert und haben, sogar im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts. Schon so lange her. Ja, und wollten eigentlich damit den Welthunger auch besiegen. Und man hat damit natürlich auch das Getreide auf großen Flächen hat anbauen wollen. Man hat es widerstandsfähiger gemacht. Und man hat damit das Getreide nicht nur gentechnisch verändert, sondern deaminiert. Und diese Deamination ist eigentlich das Problem. Man hat Gene ausgelöst oder auch zugefügt. Und dieses deaminierte Getreide ist eigentlich der Schlüssel. Also Menschen haben ja über Jahre, Jahrhunderte eigentlich immer den gleichen Emmer, immer den gleichen Hartweizen, immer Einkorn und haben sich wahrscheinlich in gewisser Weise auch mit einer sehr ursprünglichen und sehr naturnahen, hochwertigen Kost im Sinne eines Unbelasteten, was wir heute unter einer Ernährung verstehen, versorgt. Und damit hatten Menschen nicht die Probleme, die wir heute haben. Aber durch diese Deaminierung ist es dem Körper jetzt von seinem immunologischen Akzeptanz gegenüber nicht mehr einfach, das Getreide als Gluten zu erkennen. Das heißt, wir haben eine Veränderung geschaffen. Das sind also Proteine auf den Zellen, dass das Gluten eine absolute gleiche Erkennungsmarkierung hat wie die Nervenzelle. Und wenn jetzt Getreide gegessen wird in einer hohen Art und Weise, von Brot über Pizza, über alles, was Getreide auch bedeutet, in Form von Kuchen und Brot und Brötchen und Croissant und allem, dann werde ich natürlich mit dem obligatorischen Getreide unglaublich immunologisch konfrontiert.
Ich habe das nicht ganz verstanden. Das Gleiche wie die Nervenzellen. Richtig. Sag also, mal, was ist da? Ja, also das Gluten ist ja das Klebeeiweiß im Getreide. Mhm. Und dieses Klebeeiweiß macht ja den Weizen auch diese unglaublichen Backeigenschaften aus, dass er aufgeht. Und dieses Gluten ist ein Protein, ein Klebeeiweiß. Und dieses Protein ist verändert worden. Das heißt, die Struktur dieses Proteins durch die Deaminierung, durch die Herauslösung von Genen und durch das Einfügen macht den Gluten, den Weizen, sehr wasserlöslich. Mhm. Und diese obligatorische, gleiche Struktur haben auch unsere Gehirn- und Nervenzellen. Deshalb dieses. Gibt es da eine Beeinflussung vom Gluten? Ja, natürlich. Das ist genauso, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kreuzallergie habe, zum Beispiel. Das heißt, hier werden ja auch, wenn ich zum Beispiel ein Frühblüher bin und antwortete im Frühjahr gegen Pollen und kriege meinen Heuschnupfen, dann ist das jetzt vielleicht nicht ein 1:1 Vergleich, aber ich habe doch auch Kreuzallergien gegenüber Aprikose dann oder gegenüber Nüssen oder gegenüber anderen in einer Zeit, wo es gar nicht blüht. Das heißt, hier hat das Immunsystem den gleichen Erkennungsgrad. Und beim Getreide ist es so, dass durch diese Deaminierung und durch diesen, was der Mensch sich auch anmaßt, zu verändern am Getreide, hat er in Unkenntnis dessen gemacht, dass das Immunsystem genauso eine Analogie an den Nerven- und Gehirnzellen hat. Und deshalb entstehen diese, ich bin müde, habe so ein Brain Fog. Das kann die Myelinscheiden entzünden. Es kann die Ganglion, das sind Nervengeflechte, entzünden. Also allein dieser hohe Konsum an Getreide macht eine riesengroße Entzündung auf einer Ebene, die wir im Alltag überhaupt nicht damit in Verbindung bringen. Und die natürlich auch dadurch, dass ich das Getreide esse, über Brot, über all die Dinge, natürlich in der ersten Instanz meine Mikroflora, meinen wertvollen Darm, als auch noch meine Darmbarriere, meine Darmpermeabilität öffnet und damit natürlich auch verlagere auf körperlicher Ebene. Und ich war erschrocken, als ich diese Beobachtung machte und diese Glutensensitivität als Schwerpunkt auch der vielen Entgleisungen, die Menschen im Rahmen ihrer Verdauung haben. Das sind ja von Blähbauch über mal weicher Stuhl, mal verstopft und so weiter. Das sind ja Mikroentzündungen, die da stattfinden. Dass ich vom Labor den Hinweis bekam, in erster Instanz ist das Langzeit, ist ja eine immunologische Spätreaktion, nach 4 bis 17 Stunden, die im Darm dann erst stattfindet, ist das Getreide. Und da muss man natürlich hinterfragen, wie viel esse ich? Ist es täglich in meinem Konsum schon als Kind? Ich finde, wenn man so beobachtet, wie Kinder einfach so ein Croissant in die Hand kriegen, wie Kinder diese Weizenbrötchen und so weiter, das ist ja alles auf der Basis normalerweise Weizen. Und es ist der Auszug, und der Auszug ist sowieso auch vom Mineralischen her leer, weil der Mehlkörper enthält all diese hochwertigen B-Vitamine, und der wird ja in dem normalen Mehl überhaupt nicht mehr verwertet. Das ist die Kleie, die ist ringsherum. Genau. Früher hat man ja das Brot auch mit Kleie gemacht, also eigentlich das Korn. Ja, aber du musst es dann sofort auch verbacken, so. Aber heute muss es ja auf Halde, es muss ja auch abgefüllt werden in 405er Mehl, und damit ist natürlich die Hochwertigkeit gar nicht mehr gegeben, aber ich kann was Tolles konstruieren. Und der Mensch hat natürlich dadurch ein unglaubliches, es macht mich schon glücklich. Glücksgefühle, gell? So ein Croissant und die Glücksgefühle. ja, das tut es ja auch. Ne? Also ich will nur damit sagen, ich verschiebe aus dem Darm eine Ebene auf meine Nerven, auf mein Nervenkostüm, und muss damit natürlich mich nicht wundern, dass so viele Menschen auch unter diesen
diesen Schlafstörungen und unter diesen Symptomen leiden. Ja, das sieht man auch bei euch in der Klinik, eine Woche dort sein, wo es eine ganze Woche keine Gluten gibt und schon reagieren die Leute eigentlich mit Wohlbefinden. Das ist schon... Ja, es ist ja auch aus der Beobachtung. Also Medizin ist ja auch ein beobachtender Beruf, finde ich. Mhm. Und wenn man dann Menschen hat, die so eine Ataxie haben, das heißt, sie können nicht mehr richtig laufen und man weiß heute, dass auch glutenhaltiges Getreide am Kleinhirn diese Entzündungen machen kann, dann ist das schon, dann möchte ich so gerne, dass Menschen, ohne dass ich es vielleicht weiß, aber schon einfach erstmal spüren, wie geht's mir eigentlich, wenn dieser große Faktor so viel in mir auslösen kann? Wie geht's mir eigentlich, wenn ich das nur mal ein paar Tage nicht habe? Und jetzt kommt ein wichtiges Thema. Ich meine, es gibt die berühmte Bulgur, dumm wie Brot, Weizenwampe. Heißt das wirklich, dass Gluten so eine hohe Entzündungskaskade auslösen, dass man hier oben eigentlich aufs Alter hin die Gefahr läuft, in eins dieser degenerativen chronischen Krankheiten reinzulaufen, wo wir alle nicht haben wollen. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Und diese Kausalität ist heute da, es ist bewiesen. Die haben wir, ja, ja. Und trotzdem diskutieren wir heute darüber. Das ist echt schon schlimm, oder? Ich meine, wir wollen alle nicht Alzheimer, Demenz haben oder irgendwelche Entzündungs-, Parkinson und so weiter. Aber wenn wir hier ansetzen müssten, müssen wir es doch jetzt tun. Sofort. Ja, deshalb finde ich es ja auch so großartig, dass euer Sender Menschen die Gelegenheit gibt, die andere Menschen über die Dinge auch aufklären dürfen. Denn es macht so viel Sinn, dass ich selber als Mensch heute weiß, was kann ich denn tun, damit ich morgen gesund bleibe. Ganz abgesehen, dass doch Getreide auch dieser unglaubliche hohe Lieferant von ganz viel Kohlenhydraten ist. Und das, was wir heute beobachten, ist doch zum großen Teil, und jeder zweite, dritte über 60 hat doch schon eine Insulinresistenz. Was heißt denn das überhaupt? Das heißt doch, dass der Zucker gar nicht mehr an der Zelle andocken kann, weil die Zelle auch im Selbstschutz die Insulinrezeptoren abbaut. Noch dazu die ganze Frage des Übergewichtes. Ne, wenn ich zu viel Zucker, zu viel Getreide, zu viel Brot, zu viel konsumiere, dann habe ich doch mittlerweile, deshalb heißt doch auch das Buch so schön, die Weizenwampe, eine Fettzelle kann sich bis auf 20 Mal viel schneller vermehren, aber die Gefäße können gar nicht andocken. Da entstehen Entzündungsprozesse und es entsteht eine Insulinresistenz. Das heißt, Insulin kann nicht andocken. Aber was heißt denn das? Letztendlich haben wir wieder Diabetes, oder? Ja, wir haben schon Diabetes. Das ist das eine, weil der Körper registriert, der Zucker kommt nicht in die Zelle. Jetzt ist Notprogramm, Schilddrüsenhormone gehen runter und der Körper muss versuchen, das Fett zu verstoffwechseln. Er muss versuchen, Eiweiß zu verstoffwechseln und den übermäßigen Zucker, der nicht in die Zelle kommt, den baut er wieder um als Fett. Also Vorbeugung eines Übergewichtes heißt natürlich, die Kohlenhydrate zu reduzieren. Und da sind wir wieder beim Getreide, ganz abgesehen von der Glutensensitivität. Aber wenn ich morgen keine Demenz oder Neurodegeneration haben möchte, und die gibt es nicht bei Menschen, die also ganz wenig von diesen Dingen nur konsumieren, dann gehe ich ja einer Insulinresistenz aus dem Wege. Mhm. Und ein Organ in unserem Körper ist unglaublich angewiesen auf Zucker. Und das ist das Gehirn. Ja, das Gehirn hat also nicht sehr lange Zeit, auf diesen Zucker zu verzichten. Das heißt, diese Umbauprozesse, die im Körper stattfinden, auch über Eiweiß, auch über Fett, den Zucker bereitzustellen, müssen ja nachts passieren. Das sind wenige Stunden, dann setzen die schon ein. Deshalb ist ja dieses intermediäre Fasten so toll. 16 Stunden mal nichts essen, eine Hauptmahlzeit auslassen, damit der Körper die Reserven auch angehen kann. Aber wenn ich den Zucker nicht in die Zelle lassen kann, aufgrund meiner Insulinresistenz, dann lässt natürlich auch meine Energie der Hirnzelle nach. Klar. Und das ist der Diabetes Typ 3. Und den kriege ich nicht heute. Und den kriege ich auch nicht morgen. Aber den habe ich übermorgen.
weil ich habe jetzt schon vielleicht einen sogenannten Prädiabetes-Stoffwechsellage. Irgendwo ist mein HbA1-Wert immer leicht erhöht. Und ich komme einfach nicht in die Spur, dass es in meinen Händen liegt, genau an dem Punkt meinen täglichen Bedarf zu reduzieren. Und da gibt es einen Zucker, vielleicht darf man das an dieser Stelle mal sagen, es ist Galactose. Die Galactose. Genau. Haben wir gekauft. Dickes Portemonnaie brauchst du da dazu, gell? Ja. Erzähl mal noch ein bisschen was darüber. Ja, ja, die Galactose zum Beispiel, die Muttermilch hat den meisten Anteil an Galactose. Die Galactose ist ein unglaublicher Hirnzucker, der so als Baugerüststoff für die Nervenzelle zählt und der natürlich auch synaptisch wieder das Ganze miteinander zusammenfügt und die Hirnzelle mit diesem für die Mitochondrien, für die Energiekraftwerke mit ausreichend Zucker versorgt, damit sie wieder anspringen und arbeiten. Also das heißt, Galactose geht nicht direkt ins Blut, ist insulinunabhängig. Ja, aber sie geht schon ins Blut, sie geht aber auch ins Gehirn und sie kann unabhängig vom Insulinrezeptor direkt die Hirnzelle erreichen. Und das ist das große Plus. Und die Galactose nimmt man einfach in Tee oder auch in Wasser oder man kann sie auch unterrühren und 3 Tassen am Tag, beziehungsweise vielleicht auch gerne 5 Löffelchen am Tag, aber je nachdem, wo ich den Menschen abhole. Also ist er sehr stark stimulierend, Konzentrationsfähigkeit geht drauf. Also ist auch ein bisschen ein Geheimtipp für Leute, die jetzt morgen an die Prüfung gehen, oder? Ja, ja. Das wäre Galactose einfach zu nehmen als Süßstoff. Aber die Leute, die jetzt zum Beispiel schon in einer degenerativen Hirnerkrankung drin sind, da wäre das ja dann eigentlich ein ganz wertvoller Stoff. Die Galactose muss immer dabei sein, ob ich MS habe, ob ich Parkinson habe, ob ich eine beginnende, nachlassende Leistungskraft habe im Rahmen meiner Neurotransmitter, ob ich Neuroinflammation habe. Also Gluten löst hier Entzündung aus und damit kann natürlich auch eine Insulinresistenz entstehen. Mhm. Die bauen sich ja ab über eine Entzündung. Jede chronische Entzündung wirkt immer abbauend. Mhm. Das heißt, all die Prozesse kann ich durch eine Galactose, wenn es um die Versorgung der Hirnzelle, der Nervenzelle mit Energie geht, völlig umgehen. Noch eine Frage. Ich habe schon gehört, wenn man eine rigorose Ketose geht, dass das Hirn letztendlich auch mit Ketone genügend Energien versorgt wird. Ja, mit genügend Ketonen, aber wie gesagt auch, es kann immer wieder auch für die Glucose sorgen, wenn ich jetzt Fett und Eiweiß abbaue. Mhm. Das ist ja dann der Ersatzstoffwechsel und deshalb entstehen ja Ketone. Ah, ja, klar. Aber wie gesagt, wenn du eine Insulinresistenz hast, wird dir das nicht so viel nutzen. Du brauchst dann die Galactose. Also denn der Abbau geht immer über Glucose. Ja. Der gesündeste Süßstoff, um irgendetwas zu süßen, wäre Galactose in der Apotheke erhältlich. Bitte ein pharmazeutisches Galactose kaufen. Es gibt nämlich auch Billigware aus China, die nicht empfehlenswert sind. Das hat mir gerade der Kurt Mosetter gesagt, als er mal da war. Er hat gesagt, passt auf, pharmazeutisch. Hä? Genau. Also es ist nicht ganz billig, aber 3-4 Löffel nimmst du am Tag? Nein, also ich nehme jetzt für mich maximal 2 oder 3, weil ich immer abends auf jeden Fall den Tee mit Galactose anreiche, auch nochmal am Tag. Aber das ist natürlich nicht nur ein Süßungsmittel, sondern es ist vor allen Dingen diese Zufuhr von Energie für den Hirnstoffwechsel. Und der ist natürlich im Bedarf höher für einen Menschen, der da wirklich auch Versorgungsprobleme hat im Rahmen der normalen Glucose. Okay. Jetzt nochmals wieder zurück zu unserer Glutenproblematik. Genau. Aus Glutenproblematiken entsteht ja auch die Krankheit, die sogenannte Zöliakie. Das ist, glaube ich, dann der löchrige Darm, oder? Nee, Zöliakie ist nicht der löchrige Darm, das ist das Leaky Gut. Genau. Ne? Aber es ist so, dass natürlich diese sogenannten Transglutaminasen, das sind Enzyme. Und wenn der Körper jetzt im Rahmen der Zöliakie eine sogenannte Fremderkennung hat. Das heißt, wenn er diese Transaminasen oder dieses Transglutaminasen zerstört, wenn er eine 1:1 Abwehrreaktion aufbaut, dann, das ist wie ein Autoimmungeschehen, dann zerstört er natürlich am Darm völlig die Möglichkeit, dass die Darmschleimhaut, da kann ein Leaky Gut draus werden, das ist gar keine Frage. Aber er hält die Darmschleimhaut in einer ständigen Entzündung. Die Menschen haben nur noch Durchfälle. Und in dem Moment muss ich natürlich dieses dramatische Gluten rausnehmen und sofort haben die Leute einen normalen Stuhlgang.
Das heißt, dieses Entzündungsproblem umgehe ich. Das ist aber dann ein Immungeschehen, was schon eine Immunstörung nach sich trägt. Und diese Glutensensitivität, dafür sprechen wir von einer chronisch latenten Entzündlichkeit. Das ist kein Autoimmungeschehen. Und die ist bei 85% der Menschen schon präsent. Das habe ich auch schon gehört. Also eigentlich verrückte Zahlen, unglaublich. Oder? Ja, aber durch die Veränderung des Getreides und auch noch dazu durch die Veränderung mit dem Glyphosat, mit dem starken Herbizid. Das heißt, wir sprachen über die Mikroorganismenwelt des Darmes. Wir sprachen über so hochwertige, was wir wissen, ist vielleicht 0,1% wie bei den Darm 2021. Das heißt, wir haben überhaupt keinen Bezug. Wir glauben, Mikroorganismus wäre Milchsäurebakterien, Lactobacillen, Escherichia coli und so weiter, sondern da gibt's noch um ein Milliarden mehr. Und diese gesamte Mikroflora des Darmes, unser stärkstes Immunorgan, wird natürlich so dramatisch im Laufe des Lebens geschwächt, dass der Körper auch seine Sensitivität gegenüber dem Leben verliert. Klar. So, die Franzosen haben das verboten, 2020 Glyphosat, als sie gesehen hatten, dass es noch Arsen drin ist. Und haben gesagt, das ist verboten. Und wenn wir natürlich Glyphosatwert in den Darm kriegen mit Arsen, dann wird das Mikrobiom letztendlich auch zerstört. Ja, und nicht nur das Arsen, sondern das ist ja ein Herbizid. Das richtet sich ja wieder gegen Fraß, Schädlinge. Es soll natürlich auch, es wird ja bis 14 Tage vor der Ernte nochmal gespritzt. Das heißt, die Rechnung ist gemacht ohne den Menschen. Es hat dieses Zerstörungspotenzial an unserem Darm. Und dadurch schwächen wir diese Wurzel bei der Pflanze Mensch unglaublich. Und was natürlich ganz dramatisch ist, ist dieses, was das Immunsystem damit macht, diese auslösenden Zytokine, diese auslösenden Entzündungen. Ich hätte diese Sendung vor der Abstimmung machen sollen, weißt du was? Das war jetzt gerade in der Schweiz ein Thema, pestizidfrei oder ja. Trinkwasserversorgung. Aber über das reden wir nicht, das kostet Geld, machen wir nicht, wollen wir nicht. Wir hatten einmal die Glyphosatwerte gemessen bei Patienten im Urin. Ja, ja. Und die Werte, also die Trinkwasserverordnung sagt 0,5 Mikrogramm pro Liter und wir hatten zwischen 9 bis 15 im Urin. Ja, ja. Man kann ganz viel über den Urin messen. Man kann von Weichmacher messen, Glyphosat messen. Man kann eine Menge an toxischen. Man hat Nabelschnurblut genommen und hat gemessen, wie viel Chemikalien im Nabelschnurblut sind. Unglaublich hunderte von toxischen Belastungen heute schon. Also ein Kind kann gar nicht mehr unbelastet groß werden. Und wir müssen uns hier alle gar nicht wundern. Wie wichtig das ist, dass wir diese Dinge irgendwo versuchen, im Rahmen zu halten. Ich möchte gerne die letzten Minuten noch darauf ausrichten. Und zwar, wir haben ja gesagt, Gluten ist ein großes Problem. Aber die Alternativen dazu und die Aufklärung dazu ist ja sehr wichtig. Wenn ich sehe, wie schnell heute Fast Food ist, eigentlich alles irgendwo auf Weizenbasis läuft, alles muss schnell, schnell sein. Wir kommen eigentlich alle in diese Schiene rein von Diabetik bis hin zu eigentlich Hirnbelastungen durch die Entzündungskaskade. Richtig. Aber es müsste nicht sein. Also meine Frau machte zum Beispiel Brot aus Kleie. Mhm. Und ich sage, das ist großartig, mega lässig, mega gesund. Und ich habe dieses ganze Kleieproblem, dieses ganze Glutenproblem eigentlich reduziert, nicht ganz weg wahrscheinlich. Aber was haben wir für Möglichkeiten letztendlich? Muss man verzichten oder muss man einfach in die Küche und wirklich kochen? Nein, es ist natürlich, wir befinden uns heute in einer, entweder die Menschen konsumieren das normale Brot und alles, oder sie sind ganz streng glutenfrei. So, es gibt heute kaum, über das Bewusstsein geschieht immer mehr in Richtung glutenfrei. Auch heute sind ja die Koop überall voll. Aber hast du das Brot mal probiert? Das kannst du nicht essen. Das will ich damit nur sagen. Das will ich damit nur sagen. Und ich würde da auch noch nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass das alles wirklich hundertprozentig glutenfrei ist. Aber letztendlich muss ich mich schon für mich etwas mehr engagieren. Das ist eigentlich die Endkonsequenz. Und ich muss bewusster werden im Einkauf. Ich muss bewusster werden in dem,
Was will ich? Muss ich überhaupt noch so viel Brot essen? Es sind ja auch die Kohlenhydrate, die dann zusammenkommen. Mhm. Wann kann ich wirklich auf Brot verzichten und wozu brauche ich Brot und wann brauche ich Brot? Mhm. Und dann muss ich mich schon engagieren. Also wir machen ja unsere ganzen Patisserie und unser ganzes Brot in der Klinik. Und das ist schon ein anderes Brot, als was Menschen vielleicht auch kennen. Aber wenn es hier um einen gesundheitlichen Wert geht, wenn es hier um eine Reduktion von Inflammation geht, wenn es um ein Krank geht, was gesund werden will, dann muss ich mich schon engagieren. Mhm. Und da muss ich auch wissen, auch im Stress meines Lebens, was ist mir wichtig. Und es darf eigentlich nichts darf über dem stehen, als dass ich meinen Körper versuche zu verstehen, was brauche. Und dann kostet es ein Umdenken. Ist es ein Mythos, dass Vollkornbrot gesünder ist als ein Weißbrot? Das ist ein Mythos. Das ist ja nun mal hundertprozentig klar, ja. Aber weißt du, die meisten denken das nicht so. Denkst du? Ja, ja, ich habe einige Umfragen gemacht und dann sagen, ich esse nur Vollkorn, ist viel gesünder. Es ist genau das Gleiche, wie der braune Zucker gesünder ist als der weiße Zucker. Das hat sich etabliert und wir sind bereit, mehr für ein Vollkornbrot zu bezahlen, weil es gesünder ist. Ja, aber man darf ja jetzt auch gar nicht wieder, man darf einfach auch nicht schwarz-weiß denken. Ich beobachte einfach, dass man im Vorleben dessen Gluten aus der Ernährung wirklich radikal rauszunehmen und dem System endlich auch mal eine Chance geben kann, Inflammationsprozesse zu reduzieren, einen Darm wieder in eine Struktur zu bringen, der stark wird. Das sind Episoden im Rahmen dessen, wo ich ihn wieder hinführen will. Und ein Brot dann auch zu backen aus einem Vollkorngetreide, was unbelastet ist, was Bioqualität hat, das steht in immer einer Hochwertigkeit erstmal gegenüber auch einem Weizenmehl, weil Weizen ist immer der Auszug. So, und ein Getreide, das ich jetzt Vollkorngetreide wähle, das muss ich ja mahlen und sofort verbacken. Damit habe ich ja auch die Kraft des Urkorns da drin. Damit habe ich aber dann auch kein Glyphosat da drin. Und da habe ich vielleicht auch noch die Chance, ein nicht verändertes Getreidemehl zu nehmen. Dann sehe ich das schon höher in der Wertigkeit, aber nicht, wenn ich zum normalen Bäcker gehe. Okay. Ich habe mal bei euch eine Pizza gehabt, aber ich muss noch mal nach einem Rezept fragen. Unglaublich. Ja, weil dieser Pizzaboden, der war ja sensationell. Unglaublich. Unglaublich. Das müssen wir mal auf unsere Homepage legen oder wir nehmen sie in die Dr. Kitchens Talk Sendung rein. Ja, hast du da? Sehr gut. Das sollten wir wirklich machen, weil das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen nicht auf Pizza verzichten, wir müssen nicht auf Nudeln verzichten, wir müssen nicht auf Brot verzichten, aber wir müssen alles ein bisschen anders machen oder mehr Werte, mehr Energie reingeben ins Bewusstsein, um einfach die Gefahren zu sehen, wo einfach liegt in diesen ganzen Gluten. Ich denke, du hast zwei, dreimal gesprochen, was müssen wir machen, worauf sollten wir verzichten? Das bedeutet überhaupt nicht Verzicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich auf etwas verzichte, gar nicht, oder? Ich habe auch das Gefühl, hier unten hat sich das ganze Darmmilieu sowieso auch bakteriell ganz anders verschoben, dass da die Sucht, am Morgen an einer Bäckerei vorbeizufahren und das Croissant zu riechen. Ja, das Wasser läuft schon im Mund zusammen, die da unten schreien schon, wo ist der Zucker? Ja, das ist vorbei. Das sind übrigens die Geschmacksbomben, die da auch drin sind. Das ist alles künstlich arrangiert, dass du das schon 100 Meter vorher über deine olfaktorischen Nerven aufnimmst. Ist übrigens auch ein wichtiges Thema, diese ganze Aromatherapie. Ne? Wie wir schnell im Hirn reagieren auf Duftstoffe, ist sowieso ein Wunder. Ja, und auch wie überleihen diese olfaktorischen Schmerzrezeptoren, nicht Schmerzsensitivitätsrezeptoren, der Gerüche bei einem Nachlassen, du schon weißt, hier wird Neurodegeneration morgen stattfinden. Das ist das Erste, was manchmal auch Menschen mit Parkinson zum Beispiel sagen, ich konnte nicht mehr so gut riechen. Das ist ein ganz typisches Kriterium.
Danke ganz herzlich, liebe Petra. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, wir konnten Sie ein bisschen sensibilisieren, über das Thema Gluten nachzudenken oder auch mal zu schauen, wo kann man das eine oder andere Gluten vielleicht doch auch verhindern, so dass Sie es nicht essen müssen oder ein anderes Menü zubereiten, wo es vielleicht gar keine Gluten drin hat. Also es ist wirklich alles möglich. Ich selber habe sogar noch Nudeln gefunden aus Edamame heißt das? Edamame noch? Zusammen mit Soja, also es sind fantastische Nudeln, einfach auch mal Nudeln zu essen, ohne irgendwie wieder mit Weizen in Konfrontation zu kommen. Also, wo ein Wille, da ist ein Weg. Und das wünsche ich Ihnen. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.